Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal Kreativ Tobi. Heute geht es rund um die Meisterschule, Meisterprüfung. Ich habe das in drei Teile aufgeteilt, und zwar Voraussetzungen, welche ihr braucht, um auf die Meisterschule zu gehen. Dann die Kosten, die entstehen während der Meisterprüfung und die Förderungen, die ihr bekommen könnt. Und zum Schluss noch den Ablauf der Meisterschule, welche Teile es gibt, welche Prüfungen es gibt. Und zum Schluss beantworte ich noch Fragen von der Community, die sind auch sehr interessant, deswegen schaut das Video bis zum Schluss. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt Fragen in die Kommentare, falls noch welche entstehen. Und abonniert meinen Kanal, und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Um die Meisterschule besuchen zu können, brauchst du eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die dauert in der Regel 3 Jahre lang, kann aber von Beruf zu Beruf unterschiedlich sein. Es gibt auch Ausbildungen, die dauern 3,5 Jahre lang, oder man verkürzt sie auf 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Das ist, wie gesagt, von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Und um auf die Meisterschule zu gehen, braucht man nach der Gesellenprüfung eine gewisse Gesellenzeit. Das ist aber auch von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Bei manchen Berufen musst du 1 bis 2 Jahre erstmal Geselle sein, um auf die Meisterschule zu gehen. Bei Maler und Lackierer zum Beispiel kann man direkt nach der abgeschlossenen Berufsausbildung die Meisterschule besuchen. Beim Kostenpunkt ist es auch von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Mein Meisterbrief hat zum Beispiel roundabout 10.000 Euro gekostet. Da sind Prüfungsgebühren, Prüfungsmaterialien und Teilnahmegebühren dabei. Wenn man das Ganze dann mit den ganzen Zuschüssen runterrechnet, die man bekommt durch das Aufstiegs-BAföG, dann kommt man auf ca. 3.000 Euro, was man aus eigener Tasche dann im Endeffekt zum Schluss zahlen muss. Das Aufstiegs-BAföG kann man beim jeweiligen Landratsamt beantragen und bekommt eigentlich fast jeder, ohne dass man Geld zurückzahlen muss. Man bekommt Zuschüsse zu den Prüfungsgebühren, zur praktischen Prüfung für die Materialien und bei Bestehen der Prüfung. Das zeigt dieses Diagramm ganz gut. Wenn ihr es euch genau anschauen wollt, dann stoppt einfach das Video. Die Meisterprüfung ist in 4 Teile aufgeteilt, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4. Teil 1 und 2 ist eher das Fachbezogene. In den Teilen legt ihr auch die praktische Prüfung ab. In meinem Fall musste ich eine Koje gestalten mit einem Kundenauftrag und das Ganze dann umsetzen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Teil 3 ist der kaufmännische Teil, da lernt ihr alles über Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Maschinenstundensatzberechnung und vieles mehr, alles was ihr im Endeffekt danach, wenn ihr eine Meisterstelle bekommt, im Büro braucht. Und Teil 4, den braucht ihr, um Lehrlinge auszubilden, das ist der Ausbilderschein, kurz gesagt ADA, der dauert auch nur 2 Wochen und ist relativ kurz, aber auch wenn ihr nur alleine den ADA-Schein habt, dürft ihr Lehrlinge in eurem Betrieb ausbilden. Nach Bestehen dieser 4 Prüfungen habt ihr dann sozusagen die Meisterausbildung abgeschlossen und erhaltet den Titel Meister eures Handwerks und bekommt dazu noch den Meisterbrief. Ich habe zum Beispiel auch einen Schmuckmeisterbrief bekommen. Manche bekommen das nur im DIN A4-Format, je nachdem, wie eure Handwerkskammer das dann macht. Jetzt würde ich sagen, beantworten wir noch ein paar Fragen von der Community, die konntet ihr mir auf Instagram stellen unter kreativtobi. Fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Wie oft musstest du lernen und hast du alles komplett beim ersten Mal bestanden? Man muss schon oft lernen. Ich würde auch empfehlen, immer gleich mitzulernen, wenn ihr Materialien bekommt bzw. Übungsaufgaben, dann das Ganze am Abend nochmal wiederholt. Ich weiß, macht man nicht. Sollte man aber machen, wenn man dabei bleiben will, sonst muss man zum Schluss alles auf einmal dann lernen und das ist ziemlich stressig. Und ja, ich habe alles beim ersten Mal bestanden, ist aber auch nicht schlimm, wenn man eine Prüfung wiederholen muss. Die nächste Frage ist 3 Sachen, warum du den Meister gemacht hast. Erstens würde ich mal sagen, persönliche Weiterentwicklung, weil man sehr viele Erfahrungen sammelt, da man auch wieder neue Leute kennenlernt, sich austauscht und vieles dazulernt. Zweitens, um sich weiterzubilden, das ist ja auch der Sinn der Weiterbildung, nicht immer auf einem Wissensstand zu bleiben, sondern in seinem Beruf sich gut auskennt und auch kompetent bei den Kunden dann rüberkommt, dadurch, dass man halt viele einzelne Details weiß und erklären kann. Und drittens würde ich sagen auch das Finanzielle, weil man natürlich durch eine Meisterstelle dann auch ein bisschen mehr verdient, kommt natürlich ganz darauf an, wie viel Verantwortung man übernimmt. Wie lange dauert die Meisterprüfung, fragt einer. Bei mir hat die jetzt 9 Monate gedauert. Ich habe im November angefangen, wenn ich mich recht erinnere.
und die ist dann im September zu Ende gegangen. Dadurch, dass es Corona war, war 2 Monate Pause, deswegen wäre es eigentlich im Juli zu Ende gewesen, dann wären es 7 Monate gewesen oder 8 Monate. Ja genau, ist wahrscheinlich auch von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Beim Friseur dauert es zum Beispiel nur 4 Monate. Wo kann ich sie überall machen? An jeder Handwerkskammer in Deutschland. In Deutschland gibt es mehrere Standorte der Handwerkskammern. Soweit ich weiß, kann man auch bei der IHK den Meisterbrief machen. Ich habe den aber an der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz im Bundesland Bayern gemacht. Aber ihr müsst euch einfach informieren, ihr findet mit Sicherheit eine Handwerkskammer in eurer Nähe. Was kannst du Prüflinge kurz vor der Prüfung raten? Erstmal nicht beunruhigen lassen durch andere. Man kennt es, man kommt zu einer Prüfung und alle reden, wer was gelernt hat und so. Da dürft ihr gar nicht hinhören. Ich bin da auch immer einer, der geht da lieber weg und redet gar nicht mehr vor der Prüfung, was drankommen könnte oder wiederholt mit anderen was. Ich will da lieber für mich sein. Alles nochmal wiederholen in der Früh, damit man nochmal alles ins Kurzzeitgedächtnis pressen kann. Und dann einfach ruhig bleiben vor der Prüfung, keine Angst haben, ich weiß es leicht gesagt. Aber entweder man schafft's und wenn nicht, dann macht man es halt nochmal. Das hat, glaube ich, noch nie jemanden Zacken aus der Krone gebrochen, deswegen einfach ruhig bleiben, lernen, wiederholen in der Früh und nicht von anderen beunruhigen lassen. Wie hast du dich auf das Fachgespräch vorbereitet? Ich habe mir mal im Kopf durchgehen lassen, was für Fragen kommen könnten und habe mir dann Fragen und Antworten geschrieben, habe mir eine Zusammenfassung geschrieben, was ich sagen will. Habe das dann oft durchgelesen, jetzt nicht auswendig gelernt, aber mir schon eingeprägt im Kopf und war dann dementsprechend auch auf Rückfragen vorbereitet. Deswegen einfach mal alles niederschreiben und dann Fragen überlegen, was gefragt werden könnte. Und natürlich alle technischen Merkblätter und Details zu den Wänden beziehungsweise zu eurem Werkstück wissen. Wird man für das Meisterstück auch praktisch vorbereitet, also Techniken oder Lehrgänge? Bei uns war es cool, da waren verschiedene Firmen, haben uns dann verschiedene Techniken gezeigt, verschiedene Materialien und man konnte die ja teilweise auch in der Prüfung anwenden. Man hat aber auch in der Werkstatt, selbst in der Meisterschule, also durch den Unterricht viel gelernt, was man auf jeden Fall in der Prüfung anwenden konnte. Also man wird da schon sehr gut darauf vorbereitet, würde ich sagen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und schreibt mir Fragen in die Kommentare, falls ihr noch welche habt. Oder schreibt mir auf Instagram, kreativtobi. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Euer Tobi. Servus.